Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem kurzen, prägnanten Gameplay. Ja, heute ist Wunder zu stören auf Havanna. Und jetzt seht ihr schon Black Ops, ja. Ich habe es in meinen Bulletins schon gepostet und schon angekündigt. Ich wollte eigentlich Call of Duty 4 posten, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Hatte was zu tun in den letzten Tagen. Und ja, das Problematische ist halt bei Call of Duty 4 auch. Man hat da dann immer diese, was weiß ich, 20 Slot-Server, wo man dann hier 30 Minuten TDM spielt bis ins Unendliche und keine Ahnung, ich will nicht so ein langes Video posten, ey, das würde mich extrem viel Zeit kosten. Deswegen wollte ich heute mal in dem Gameplay nicht so aufs Gameplay eingehen wie immer eigentlich und auch nicht auf eine Real-Life-Frage, sondern ich wollte eher mal so fragen, ja, wie sieht's bei euch aus? Hat irgendjemand von euch einen Call of Duty 4 Server, wo er dann mir einstellen könnte, hier frei für alle bis 30 Kills oder so ein Müll? Oder Team Deathmatch bis 7500 oder von mir aus auch 10.000 auf 12 Slot Server oder 18 Slot ist ja auch noch in Ordnung. Das wollte ich einfach mal hier in dem Gameplay gefragt haben, weil es nervt ein bisschen. Ich habe wirklich Bock, euch ein Call of Duty 4 Gameplay zu bringen, aber es ist nicht möglich, ja. Das ist ziemlich heftig. Naja, gut. Jedenfalls Call of Duty 4 hätte ich jetzt gerade sogar was drin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich jetzt gut ist. Ich müsste mir nochmal angucken. Da waren ein paar Multis dabei, so Multi-Airstrike und so ein Müll. War schon ziemlich lustig. Ich habe dabei ehrlich gesagt in dem Gameplay eher Clips gesammelt für eine Montage. Ich habe mit der AK gespielt und ich glaube, ich bin über 100 Kills gekommen, aber es waren auch einige Deaths dabei. Das ist jetzt halt die Frage. Unten in den Kommentaren solltet ihr mir schreiben, ob ihr einen Server habt. Wenn ja, könnt ihr die IP dort durchgeben oder meldet ihr euch einfach irgendwie bei mir. Wenn nein, ja, auch nicht schlimm, kann ich nichts machen, dann ist es halt so, dass ihr mir noch beantworten solltet, ob ihr denn, ob euch, ich sag mal jetzt ganz übertrieben, ob euch so ein 110 zu 40 passen würde, Team Deathmatch, geht glaub 20 Minuten oder sowas, ob euch das passen würde, ja, so vom Score her, ich kann es ja nicht so beurteilen, ich meine 40 Deaths sind ja natürlich schon einiges, ja. Und hier, also da war ich schon ziemlich stolz drauf, ne? Nein, Spaß. Ne, es war einfach nur richtig lustig. Dann haben sich alle weggebrettet. Und die Gegner liefen, ja, wenn man die so pownt. Ne, aber es war echt lustig. Hier beide Gegner in die Clay gelaufen. Richtig geil. Naja, gut. Ja, das mit COD 4, das ist mir schon wichtig, weil ich hätte echt Lust, wie gesagt, euch dort ein Gameplay zu bringen, weil das Spiel ist schon ziemlich geil, ja. Das macht schon ordentlich Laune. Ja, ihr seht ja hier, ich spiele in Black Ops öfters mal Suchen und Zerstören, das würde ich euch auch empfehlen, weil, keine Ahnung, ich bin irgendwie nie schlecht, ganz komisch, echt eine ziemlich skurrile Sache, dass ich da nie schlecht bin. Naja, wie dem auch sei, ja, zu Call of Duty 4, ich will unbedingt, ich kann es nicht oft genug sagen, aber ihr müsst mir da ein bisschen helfen, ihr müsst mir da ein bisschen es auf den Weg geben. Na gut, dann will ich jetzt noch was zu den Kanalkommentaren sagen. Ja, für mich ist so eine neue Marke geknackt, die 1000 Kanalkommentar-Marke, worauf ich sehr stolz bin. Jetzt habe ich diesen Aktualisieren-Button, yay! Für die, die es nicht wissen, man bekommt bei 1000 und einem Kanalkommentar diesen Aktualisieren-Button. Ja, was ich so alles beobachte, ist schon ziemlich unglaublich. jedenfalls bin ich sehr stolz drauf. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für euch, dass ihr so schön Kommentare schreibt. Vor allem, dass ihr immer meine Bulletins lest und die dann auch beantwortet. Finde ich echt nice. Ich will jetzt dazu aufrufen, dass ihr regelmäßig auf meinen Kanal geht und dann in die Bulletins schaut. Da wird öfter mal eine Frage gestellt, so wollt ihr MW2 oder MW1, was jetzt leider nicht geklappt hat. Oder so zum Beispiel Benny stellt so eine Frage, ja, wollt ihr jetzt Black Ops oder MW2? Oder ich überlege mir auch, ob ich mal frage, ja Leute, habt ihr gerade Bock, ein bisschen MW2 Open Lobby zu gehen oder sowas? Deswegen würde ich euch einfach empfehlen, geht regelmäßig auf unseren Kanal und guckt, ob da irgendwas Neues los ist in den Bulletins und so weiter. Und ihr könnt euch natürlich dann immer, oder beziehungsweise ihr solltet auch, euch zu dem, was in den Bulletins steht, dazu äußern. Das wäre echt eine schöne Sache. Gut, soweit. Skype, den Skype-Abonnenten-Account, da bin ich leider nicht sehr viel tätig. Ich bin letzte Zeit mal angekommen. Ich probiere es heute mal wieder zu machen, deswegen gebe ich euch unten den Namen. Inscope21N, ganz simpel eigentlich. Ich schreibe ihn aber nochmal unten rein. Und, ja, wegen Steam. Ich habe es herausgefunden, dass wenn man in Steam die Freundschaftslisten über Community in der Steam-Dings annimmt, in der Steam-Dings, dann geht das. Also da muss aber davor was frei sein, damit ihr mich adden könnt. Das heißt, ich probiere jetzt ein paar Leute rauszuwerfen, die länger als 3 Tage offline sind oder 3 Tage offline sind.
Und dann solltet ihr alle adden. Aber ich kann nichts versprechen, dass es funktioniert. Aber soweit soll es das gewesen sein für heute, Leute. Ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen. 11 zu 3 heißt am Ende. Und wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Code 4 Commentary. Bis dann.